Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen uns heute aromatisches Tomatenmark. Und wenn ihr wissen wollt, wie einfach das eigentlich funktioniert, dann bleibt einfach dran. Was brauchen wir für unser Tomatenmark? Wir brauchen einmal auf jeden Fall wirklich geschmackige Tomaten. Die sollen schön rot sein, sie können auch gern überreif sein. Wir brauchen 1,5 Kilo. Tatsächlich den Strunk entfernen und halbieren. Dann brauchen wir nur 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker und 35 Gramm Olivenöl. Das ist alles an Zutaten. Was ihr noch vorbereiten müsst, sind sterile Gläser, weil das ist wie bei diesen ganzen Pasten, Gemüsepasten. Je sauberer ihr arbeitet, desto länger hält sich das und Einmachgläser gehören einfach immer richtig vorbereitet. Genau, wir fangen im Endeffekt an, indem wir mal die Hälfte der Tomaten in den Mixtopf geben, das heißt 750 Gramm. Und das Ganze tatsächlich für 5 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinern. So, jetzt geben wir die restlichen Tomaten dazu. Und jetzt einfach nur mal für 20 Sekunden. Und wieder Stufe 8 zerkleinern. Warum Tomatenmark? Tomatenmark, finde ich, ist einfach was, was in keinem Haushalt fehlen darf, weil es ist nicht nur die Basis jetzt von Suppen, Soßen oder eben auch wie bei Eintöpfen braucht man oft Tomatenmark. Es gibt Geschmack, es gibt Aroma und es ist aber auch bei Fleischgerichte, Fischgerichte, überall. Und ich finde einfach, dadurch, dass es ist auch zum Beispiel die Grundlage von Ketchup, also das ist irgendwie überall drinnen und je besser das Tomatenmark, desto besser auch natürlich dann nur mal der Geschmack von dem, wo das Tomatenmark reinkommt. Und selbst gemacht heißt einfach auch, ihr wisst wieder komplett, was drinnen ist oder eben auch nicht. Und somit ein Tomatenmark-Rezept. Ich bin auch des Öfteren schon gefragt worden und dann habe ich mir gedacht, das geben wir jetzt einfach mal an, weil es ist nicht viel dabei, wie ihr gleich sehen werdet. Dann zeige ich euch jetzt in dem Fall, weil wir wirklich nur noch ohne Messbecher, den Tatz runter, 45 Minuten lang, in etwa, da komme ich gleich noch dazu, Varoma-Stufe und 2,5. Warum sage ich in etwa 45 Minuten? Tomatenmark, da steckt ja dahinter im Prinzip eigentlich nur, dass es einreduziert wird. Es wird einreduziert, einreduziert, einreduziert. Beim Einreduzieren verkocht das Wasser. Das heißt, da oben, das Loch bleibt deshalb offen, dass natürlich das Ganze überhaupt eindicken kann. Es dampft euer raus, das heißt, irgendwann ist das Wasser weg. Und so lange müssen wir das Ganze machen. Hängt natürlich vom Wassergehalt der Tomaten ab, wie sehr oder wie lange ihr das Ganze machen müsst. Es kann passieren, dass man nachher einfach nur mal 20 Minuten braucht, aber das werden wir einfach nachher anschauen, hängt eben von den Tomaten ab und einfach zwischendurch ja immer mal schauen, ob eh nichts sie anlegt, also ihr könnt es dann ruhig zwischendurch mal kurz stoppen, einmal über den Mixtopfboden gehen und euch schon mal ein bisschen die Konsistenz anschauen, aber es soll wirklich dunkel werden und also von der Farbe her wird es auf jeden Fall dunkler und es muss einfach dick werden. Das heißt, es kommen in etwa 300 Milliliter aus diesen 1,5 Kilo Tomaten raus. Und jetzt gebt ihr natürlich noch durch die Öffnung das Salz dazu und den Zucker und das Olivenöl. Und jetzt könnt ihr 45 Minuten lang die Füße hochlegen oder eure Einmachgläser vorbereiten. Genau, wäre auch noch ein Tipp. Was ich vergessen habe, setzt euch beim Thema 6 den Spritzschutz oder einfach den Gareinsatz auf, damit es oben nicht rausblubbert. So, wir sind mitten im Reduzierungsprozess. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt dazu mal einfach nur mal schauen, dass vom Rand alles nur mal schön nach unten schiebt. Aber es wird schon dicker. Also das ist eben das, wo es merkt, es klappt. Deckel drauf und jetzt das Ganze für eine Minute ohne Temperaturstufe 9 pürieren.
jetzt, Schatz, jetzt ein bisschen Sahne rein und nur ein bisschen Gewürzpaste. Und das wäre schon mal eine sehr leckere Suppe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Sugo, aber noch kein Mark. So, und jetzt mal Deckel wieder drauf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euch ein Tomatenmark mit Basilikum, Knoblauch aromatisieren wollt, hättet ihr das jetzt eben vorm Pürieren einfach da gleich mit pürieren dürfen. Knoblauch, Petersilie, Basilikum, was ihr gern mögt. Genau, und dann wird das jetzt eben nicht mehr so lang mit eingekocht. Gell? So, jetzt den Spritzschutz oder Garinsatz wieder oben drauf. Und das Ganze dann jetzt circa nochmal für 30 Minuten. Eben wieder Varoma-Stufe, diesmal Stufe 2. Und einfach wirklich, das lieber mal noch 20, 25 Minuten mal abbrechen, nachschauen und im Notfall wirklich auch nur mal 10 Minuten dranhängen. Also einfach wirklich so ein bisschen in Beobachtung halten, dass euch nichts anbrennt und dass aber dann auch nicht zu flüssig ist. Das müsst ihr einfach so ein bisschen im Gespür haben und da dürft ihr dann ruhig kurz abbrechen, reinschauen, einmal durchrühren und ich zeige euch dann später, wie die Konsistenz dann tatsächlich am Ende sein soll. So, wenn ihr jetzt fertig seid und für euch die Konsistenz passt, ich habe jetzt vorher nachgeschaut, lasst es unbedingt ein bisschen ausblubbern, bevor es den Deckel hochhebt. Gell? Also man hört das dann eh. Und das ist aber und man sieht dann einfach einen Spatel. Dann seht ihr eben, dass das eine richtig schöne, cremige Konsistenz hat. So soll es sein. Und wenn es noch nicht so ist, nach diesen jetzt 45 plus eben dann nochmal die 35 Minuten, dann steht es einfach nochmal ein bisschen nach. Genau, aber ihr seht, wie schön das ist. Wenn ihr es nur mehr wollt, einkochen lassen. So, jetzt brauchen wir es nur noch umfüllen in passende Gläser und dann sind wir schon fertig. Jetzt für euch noch, dass das unbedingt im heißen Zustand zugeschraubt wird. Schön fest verschließen. Das dritte haben wir leider nicht mehr voll bekommen, nicht so schlimm. Und wirklich bei Zimmertemperatur jetzt einfach stehen lassen, schön abkühlen lassen und dann im Prinzip könnt ihr es wie diese Gemüsepaste lagern, wenn sie geöffnet ist, im Kühlschrank. Das ist ganz wichtig. Wer auf Nummer sicher gehen will, tut es einfach in einem Wasserbad, nur mal im Ofen für 90 Minuten. Wirklich nur mal, dass schön halb bedeckt sind oder so gute 2-3 cm, sage ich mal, in einem Wasserbad einstellen und nur mal einkochen in dem Sinn oder im Varoma nur mal für 40 Minuten, dass nur mal wirklich einkocht. Aber das müsst ihr im Prinzip nicht. Es ist so schon eingekocht, es ist Salz drinnen, es ist ein bisschen Zucker drinnen. Einfach aufpassen, hygienisch arbeiten, heiß verschließen, abkühlen lassen. Ihr Herz ist dann abploppen, dann wisst ihr es, Vakuum, das hat funktioniert. Und dann könnt ihr es kühl, trocken, dunkel lagern bis zum Öffnen, auf jeden Fall ein paar Monate. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr habt zur Freude mit dem Rezept. Daumen hoch, Abo dalassen, bitte sehr gerne. Graue Glocke, wenn es aktiviert, verpasst keine Videos von mir. Das würde ich auch ans Herz legen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, tschüss!